McDonald's gegen Burger King. Die beiden Riesen im Vergleich. Wir schauen uns heute mal die beiden Apps an, wie gut man damit bestellen kann und wie gut das Ganze funktioniert. Sei gespannt. So, das Ganze startet schon mal relativ langsam. Obwohl wir hier 5G-Netz haben, vollen Ausschlag. Wir gehen jetzt einfach mal hin, smart bestellen, genießen. Ziemlich gut übersichtlich. Direkt am Anfang gehen wir hier auf Bestellen. Wir sind hier Standort Karlsruhe, Pulverhausstraße, hat er sehr gut erkannt. Das passt genau. Also wir sind hier im richtigen Store. Jetzt schauen wir mal an, was meine Mitstreiter hier so gerne bestellen würden. Wir gehen einfach mal in Mac-Menü. Was wollt ihr denn? Ein McSundae ist wahrscheinlich unter Desserts. Schokosauce zum Warenkorb. Julian, was hättest du gern? So, zum Warenkorb. Wir haben natürlich schon gegessen. Abholadresse passt. Okay, wir sind schon da, wie wir sehen können. Mal gucken, ob er das rafft. Wir holen es im Restaurant ab, zum Mitnehmen. Bezahlen. Komisch, ich dachte eigentlich, ich hätte schon bezahlt. 177. Dann gehen wir mal rein und gucken mal, ob das Ganze funktioniert. So, direkt nachdem wir die McDonald's-App getestet haben und uns ein kleines Eis gegönnt haben, sind wir jetzt hier beim nächsten Burger King und schauen uns jetzt die Burger King-App an. Super Web-App hier, direkt Cookies akzeptieren. Also dann schauen wir mal, wir gehen auch mal in Sweet Kings und machen mal auch Brownie mit Eis. Verfügbarkeit prüfen. Also der erkennt schon mal nicht, wo wir hier sind. Wir sind Thüringen, so spannend. Also wo sind wir? Hier. Sieht auch seine eigenen Filialen nicht. Auch schön. Muss jetzt wahrscheinlich irgendwie hier die Adresse da reinkriegen. Also machen wir es halt händisch. Dormersheimer Straße. Karlsruhe. Jo. Und du? Nächste. Schön. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht überall nicht. Gut. Okay. Hier gibt es eine. Germersheim. Okay, hier geht's wohl. Da kann ich bestellen. Lustigerweise kam ich jetzt aber auch von meiner Bestellung da gar nicht hin. Krieg die hier gar nicht ausgewählt. Oh, das ist eine Webseite. Oh, spannend. Okay, da brauche ich wohl ein Konto. Registriere ich mich mal. Also jetzt haben wir das gespeichert. Jetzt hat aber immer noch nicht hier die Auswahl. Ich kann hier gar nicht sagen, Verfügbarkeit prüfen in hier. Das geht nicht. So, wie ich feststelle, ich bin, glaube ich, einfach offiziell zu dumm dafür, die Burger King App zu benutzen. Wir probieren es jetzt mal und fahren nach Germersheim zu dieser einzigen Filiale von gefühlten 20 hier in der Umgebung, wo das Ganze funktionieren könnte und gucken mal, ob es dort vor Ort dann besser funktioniert, weil hier, ich bekomme es einfach nicht hin. 3 Tage später. Ich bin hier in Ludwigsburg vor dem Bräuninger Land hier hinter mir. Heute ist ein Feiertag, deswegen ist hier der ganze Parkplatz relativ leer, aber so wie ich sehe, hat der Burger King auf, von dem her, ja, wollen wir mal schauen, wie es hier funktioniert. Ja, ich glaube, ihr habt es gesehen, ich habe wirklich mein Bestes gegeben und ich bekomme es einfach mit dieser App nicht hin. Der Laden hat auf jeden Fall offen, gerade ist auch jemand durch ja, den Drive-In gefahren, also das heißt, daran kann es auch nicht liegen, sondern es ist wirklich scheinbar einfach die App. Ich werde mir das Ganze auch noch mal im Web anschauen und da einfach mal einen Vergleich zu haben und dann sehen wir uns im Fazit wieder. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal kurz reingehen, was frühstücken, beziehungsweise wahrscheinlich wird es hier drüben der McDonald's sein, in dem ich kurz was frühstücken gehe. Lasst euch gut gehen, bis bald. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich richtig gefreut auf den Test, weil ich die Burger King App schon ewig nicht mehr benutzt habe und die McDonald's App zwar immer mal wieder für Gutscheine und so weiter, aber für wirklich den Bestellprozess nicht wirklich. Also es war für mich sehr, sehr spannend, das Ganze mal zu beobachten. Was muss ich sagen? McDonald's hat haushoch gewonnen, ganz klar, alleine schon, weil es einfach möglich war. Du hast es wahrscheinlich gesehen, ich bin ja wirklich sogar noch an den zweiten Standort gefahren, um Burger King dann nochmal eine Chance zu geben, wo in der Theorie alles funktionieren sollte. Zumindest hat mir das die App so kommuniziert, dass es hier also mobil möglich ist und ich habe es einfach nicht hinbekommen.
Falls du irgendwie das Ganze hinbekommst und eine Ahnung hast, wie es funktioniert, schreib mir gerne mal, kannst gerne Kommentare schreiben oder mir auf Instagram schreiben. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie es funktionieren würde. Mir war es einfach zu hoch. Ansonsten hat man in der Burger King App wirklich sehr, sehr stark gesehen, dass es eine Web-App ist. Also ich konnte an verschiedenen Stellen, kann ich im Grunde markieren, als ist es wirklich eine Web-Tabelle. Und ja, im Grunde ist es das halt eben auch wirklich, aber man merkt es halt wirklich an sehr, sehr vielen Stellen. Also das ganze Ding fühlt sich bedingt rund an. Ich kann natürlich eben abrufen, was dort alles eben in den einzelnen Stores, was es dort alles gibt, aber viel mehr nicht. Und das hat mich persönlich schon sehr enttäuscht. Also das heißt, wenn jemand von Burger King zuschaut, ihr könnt euch gerne mal bei mir melden, weil wir können damit unserer Agentur Chemit Labs auch gerne mal versuchen und helfen, das Ganze auf eine neue Nummer zu bringen. Die McDonald's-App selbst hat mir sehr gut gefallen, was dort ein bisschen nervig war, obwohl wir wirklich guten Empfang hatten. Die Daten haben wirklich eine ganze Weile lang gebraucht, um zu laden. Also auch das kann man optimieren, aber es war sehr, sehr schnell erkenntlich, wo wir eben vor dem Store gestanden sind, dass eben, wo ich klicken muss, um halt eben direkt bestellen zu können. Und der ganze Bestellprozess hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin dann in die Filiale reingelaufen, habe einfach direkt mein Essen bekommen. Also hat wirklich gut funktioniert, das hat mir gut gefallen, die Experience von Burger King so gar nicht. Von dem her für mich ganz klarer Favorit, was das Bestellen bzw. generell die ganze App-Experience ist, gewinnt hier haushoch McDonald's. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Kannst mir auch gerne mal schreiben, bei welchen der beiden Ketten du lieber isst. Vielleicht sollen wir das Ganze auch mal auf eine andere Kette nochmal erweitern, KFC oder was auch immer. Lass mich es gerne wissen und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Natürlich wieder 18 Uhr, nächsten Dienstag geht es mit dem nächsten Video und dem nächsten Test weiter. Bis dahin, ciao, ciao.